letzte Ausformung der sozialen Marktwirtschaft gewesen. Und wenn die funktioniert hätte, noch wie sie gedacht war, dann wäre es nicht zu diesen Problemen gekommen. Und ich bin auch davon überzeugt, dass die Instrumente, die uns heute zur Verfügung stehen, die wir jetzt anwenden werden, um das größte Problem zu vermeiden, das ist die Arbeitslosigkeit. Das ist also alles, was wir tun können als Tarifparteien, vor allen Dingen aber mit unserem bestehenden System, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden, das ist das Wichtigste. Das muss das wichtigste Ziel sein, auch von allen Konjunkturprogrammen. Die helfen sonst nämlich nichts. Wenn die steigt, nützt jedes Konjunkturprogramm überhaupt nichts mehr. Danke, Herr Kannegießer. Frau Dittfurth, meine Herren, insgesamt danke für eine spannende Debatte über ein sehr grundsätzliches Thema. Die Tagesthemen beschäftigen sich auch mit dem Krisengipfel, aber beschäftigen sich mit auch noch anderen Themen, nicht ausschließlich mit dem Krisengipfel. Karin Miosga, was haben Sie noch vor? Genau, Anne Will, wir blicken heute neben dem Wirtschaftsgipfel im Kanzleramt, der jetzt in diesen Minuten zu Ende geht, wie ich gerade höre, auch nach Passau. Dort wurde nämlich gestern der Polizeichef von einem mutmaßlichen Neonazi niedergestochen. Über dieses brutale Mordattentat jetzt mehr in den Tagesthemen. Das also jetzt in den Tagesthemen. Danke, Karin Miosga. Morgen nach den Tagesthemen Reinhold Beckmann und er hat zu Gast Armin Müller-Stahl. Wir könnten uns wiedersehen erst am 4. Januar. Wir haben nämlich jetzt ein paar Tage frei. Und deshalb darf ich jetzt die Gelegenheit nutzen, Ihnen trotz allem, was wir heute auch wieder hier diskutiert haben, im Namen meines ganzen Teams schöne Tage zu wünschen. Tschüss und auf Wiedersehen.